Wie viele Bakterien haben wir im Darm? Was sind Probiotika und Präbiotika? Und wie behält man eine gesunde Darmflora? Lange Zeit hat man unserem Darm und den Bewohnern viel zu wenig Bedeutung für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden beigemessen. Inzwischen wissen wir, dass sich dort nicht nur eine Handvoll vernachlässigbarer Verdauungsbakterien befindet. Denn in einem einzigen Gramm Darminhalt leben mehr Lebewesen als Menschen auf der Erde. Insgesamt wiegen die rund 100 Billionen Bakterien in unserem Darm rund 2 Kilogramm. Diese Gesamtheit an Bakterien wird gemeinsam mit anderen Mikroorganismen, die den Darm besiedeln, unter dem Begriff Darmflora zusammengefasst. Eine intakte Darmflora leistet weit mehr als nur Hilfe bei der Verdauung. Denn eine gute Mischung an Darmbakterien kann die Ausbreitung von Krankheitserregern im Darm verhindern, unser Immunsystem stärken und vorbeugend gegen Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Allergien wirken. Für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden spielt gerade eine vielfältige Besiedelung des Darms eine wesentliche Rolle. Viele der tausenden Bakterienstämme sind überaus nützlich und stellen beispielsweise kurzkettige Fettsäuren und Vitamin K her. Diese erwünschten Bewohner des Darms, zu denen neben Bakterien auch nützliche Viren und Pilze gehören, werden unter dem Begriff Probiotika zusammengefasst. Probiotika sind in milchsauren Nahrungsmitteln wie zum Beispiel Joghurt oder Buttermilch enthalten, können aber auch mithilfe von Kapseln oder Tropfen zugeführt werden. Um eine gesunde Darmflora im Gleichgewicht zu halten, ist eine ausgewogene Ernährung mit viel Gemüse und Vollkornprodukten zu empfehlen. Denn neben Probiotika spielen auch Präbiotika eine wichtige Rolle. Präbiotika sind keine Mikroorganismen, sondern Ballaststoffe, die vom Körper selbst nicht verdaut werden, aber den nützlichen Bakterien als Energiequelle dienen. Zu den Lebensmitteln, die viele Präbiotika enthalten, zählen beispielsweise Bananen, Artischocken, Weizen, Linsen, Knoblauch und Zwiebel. Auch über hochwertige Nahrungsergänzungsmittel können Präbiotika zugeführt werden. Eine ungesunde Ernährung mit zu viel Salz, Zucker, Fett und Fleisch, aber auch Stress und manche Medikamente wie Antibiotika schaden der Darmflora hingegen. Antibiotika sollten trotz ihrer unstrittig positiven Wirkung bei vielen Beschwerden daher nur in medizinisch absolut notwendigen Fällen eingesetzt werden. Wie man seinen Darm gesund halten kann und welche weiteren Möglichkeiten es gibt, seine Darmflora zu stärken, verraten wir Ihnen gerne in der Apotheke vor Ort.